Und damit sind wir auch schon zurück bei Witcher und wir wollten als nächstes mit Declan Lovaudan sprechen, denn mit sonst haben wir ja mit jedem hier so ein bisschen geredet. Geralt von Riva und Triss Merigold, willkommen. Oh, dankeschön. Seid gegrüßt. Danke, dass ihr gekommen seid. Seht euch hier um und ihr seht Repräsentanten des ganzen Königreichs. Wir danken euch für die Einladung. Vergebt mir, doch meine Pflichten rufen. Ich bin sicher, wir werden später noch miteinander reden. Ja, okay, danke. Ihr habt jeden kennengelernt, der jemand ist. Ich muss etwas mit Leuwarden besprechen. Benehmt euch bitte. Und gebt acht. Einige Leute versuchen vielleicht, euch auszuhorchen. Mich aushorchen? Ich bin doch bloß ein Hexer. Lasst euch nichts vormachen. Alles, was ihr sagt, hat politische Konsequenzen. Was? Oh, ich beobachte aber lieber mal ein bisschen. Okay, gut. Prinzessin Ada sollte heiraten. Okay, gut, dann sprechen wir jetzt nacheinander nochmal mit jedem. Seid lieb. Man wird euch rufen, wenn ich euch brauche. Geht mir aus den Augen, Missgeburt. Ich würde ihm so gerne den Kopf abschlagen. Sprecht frei heraus, Geralt, aber keine Politik. Okay, gut. Ich wollte etwas über die Prinzessin wissen. Keine Politik. Über den Fluch. Psst. Ich könnte einen Schluck von etwas Kräftigerem vertragen. Na gut, schießt los. Hat die Prinzessin seltsame Träume? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe kein Wort mit Ada gewechselt, ohne dass nicht einer dieser Mistkerle vom Orden dabei gewesen wäre. Seltsames Verhalten. Dieses Gespräch grenzt gefährlich an Hochverrat. Was? Ich frage nicht, weil ich politischen Einfluss nehmen möchte. Unsere holde Prinzessin ist vollkommen normal. Nun ja, im Oberstübchen scheint sie nicht so ganz richtig zu sein. Ist sie aggressiv? Gelegentlich, aber das ist bei einem verzogenen Töchterchen nichts Ungewöhnliches. Ich weiß nicht, sie ist... Was? Nun... Spuckt es aus. Die bräuchte mal einen Mann, der sie richtig durchvögelt. Ja. Ich muss los. Bis später. Jawohl, alles klar. Ihr solltet euch eine richtige Frau suchen. Ja, ich bin auch unfruchtbar, ich weiß. Amüsiert ihr euch? Vorzüglich. Nicht genügend Essen, kein Sitzplatz und überall leeres Gefasel. Ich glaube, ich bin der Einzige hier, der nicht in irgendwelche Ränke oder Geheimbünde verstrickt ist. Das ist ein Zeichen der Zeit. Neue Bräuche und Moden. Fändet ihr es besser, den Nilfgaardern zu zeigen, dass wir Barbaren sind? Dass wir eine Gabel nicht von einem Kamm unterscheiden können? Dass wir nur feiern können, indem wir uns besaufen, zotige Lieder grölen und Weibern auf die Ärsche klopfen? Ja. Ich bin ein Relikt. Jemand aus der Vergangenheit. Also fühle ich mich den alten Bräuchen durchaus verbunden. Die neuen habe ich nie gemocht oder verstanden. Aber im Ernst, Thaler, warum seid ihr hier? Ich bin Patriot. Das Wohl des Königreichs liegt mir am Herzen. Ein Königreich, das durch eben jene Ränke und Bünde bedroht ist, die ihr die Aufmerksamkeit hatte zu bemerken. Ich sagte doch, ich bin ein altmodischer Hexer. Gerade heraus, Thaler. So wie ich Thaler, den Hehler, kennengelernt habe. Thaler, der Hehler, macht nichts umsonst. Thaler, der Hehler, ist ein Schuft. Im Tempeldistrikt soll keiner wissen, dass er mit der Creme de la Creme von Visimas Gesellschaft verkehrt. Wie ihr wollt. Ich will euch was erzählen, Freund. Sie planen einen großen Kampf, einen ohne Pardon. Den Unterlegenen werden die Krähen zerpflücken. Ihr werdet gezwungen, für eine neue Ordnung zu kämpfen, Kamerad. Oder aber gegen sie. Wir werden für unsere Traditionen und unsere Bräuche kämpfen. Für unser Land und unsere Frauen. Wer ist dieser Feind? Wer will unsere Frauen rauben? Das ist wichtig. Ich werde euch nicht täuschen. Für mich seid ihr einer von uns und wir kämpfen für eine gemeinsame Sache. Noch kenne ich den Feind nicht, aber bald und dann bricht das Zeitalter von Schwert und Axt an. In den Straßen wird Blut fließen. Und eins sollte euch klar sein, Kamerad. Für eure Neutralität wird dann kein Platz mehr sein. Wer genau seid ihr? Und seid aufrichtig, Kamerad. Temerischer Geheimdienst.
Ich befolge des Königs direkte Befehle. Ich suche Verräter, Ratten und ausländische Agenten. Ich bin Spion. Ein hochrangiger Spion. Das kann ich nicht leugnen. Darf ich eine persönliche Frage stellen? Die Amphibien, hinter denen ihr her seid, ist das eine persönliche oder ideologische Sache? Persönlich. Bitte erklärt, was ihr meint. Sie haben mich ausgeraubt und einen Freund getötet. Reicht das? Schon verstanden. Danke für eure Aufrichtigkeit. Ja, ich denke mal, Thale, wenn er es herausfinden wollte, dann hätte er schon längst herausgefunden, weil immerhin ist er ein hochrangiger Spion und wir sind dafür bekannt, Dinge herauszufinden. Wer ist eigentlich dieser Devet? Und was macht er hier? Dieser Hund aus Nilfgaard ist nur ein Bauer. Ich verstehe nicht, wie Ada ihn erträgt. Erklärt das. Wie alle Ritter des Ordens denkt er, sein Schwanz sei zu klein, also wird er aggressiv, wenn ihm etwas Angst macht. Und er ist ein Nilfgaarder. Man kann unserer Prinzessin vieles nachsagen, aber dumm ist sie nicht. Vielleicht spielt die Prinzessin ihr eigenes Spiel. Dann sollte sie sich bessere Verbündete wählen. Im Gegensatz zu Schach fordert dieses Spiel Menschenleben. Ich fürchte, jemand benutzt sie. Oh, gut zu wissen. Ist Leuwarden irgendwie involviert? Ich muss Erkin zu einem privaten Treffen mit ihm verhelfen. Seine Absichten sind mir ein Rätsel. Mir auch. Wirklich? Was meint ihr damit? Eure Freundin scheint bestens mit Leuwarden auszukommen. Für zwei Fremde haben die beiden eindeutig viel Gesprächsstoff. Seht selbst. Ich vertraue Triss. Ich vermute, ihr kennt sie besser als ich. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Über Leuwarden wissen wir, dass er einer transnationalen Organisation von Kaufleuten, Bankiers und anderen reichen Leuten vorsteht. Macht daraus, was ihr wollt. Ich finde es echt nett von ihm, dass er so viele Informationen mit uns teilt. Warum wollt ihr mich in ein Spiel hineinziehen, das mich nichts angeht? Dieses Spiel geht euch mehr an, als ihr denkt. Ihr wollt mir tatsächlich erzählen, der Konflikt zwischen Orden und Eichhörnchen interessiert euch nicht? Ihr behauptet, das sei euch Schnuppe? Was ist mit eurer Liebhaberin, Triss Merigold? Das ist Privatsache. Ich will die Salamandra vernichten. Nur das ist mein Ziel. Die Salamandra haben einen Schutzherrn. Das ist entweder jemand in diesem Raum oder jemand, der hier bekannt ist. Ihr steckt da bis über beide Ohren mit drin, Wolf. Ob es euch gefällt oder nicht. Und ich glaube wirklich, dass wir sehr tief mit drin stecken. Und ich vermute mal, irgendjemand, also außer Azar und dem Professor, steckt wirklich noch mit dahinter. Aber Leuwarden traue ich irgendwie nicht zu. Wobei es wäre bestimmt auch cool, also was heißt cool, aber so doppeldeutig. So zuerst so, ja, ich will die Salamandra vernichtet sehen, deswegen bezahle ich Dan dafür. Aber eigentlich unterstützt er sie, weil, sind wir mal ehrlich, die Broschen werden ja nur von Kleinen getragen. Und ich meine, es wäre ja eigentlich wirklich eine gute Tarnung. Entschuldigt mich einen Moment. Wir reden später weiter. So, mit wem können wir dann noch reden? Durch Thale erkannte ich, dass ich von persönlichen Dingen angetrieben werde. Okay, das mag er nicht. Beauclair weiß aber. Schön. Und jetzt fängt's an. Machen wir noch Toussaint Rot. Vielleicht redet er ja doch irgendwann mit uns. Oh, schön. Erwürgt bin ich betrunken. Er spricht. Ich habe mein Gelübde gebrochen. Ich schwor auf einen Reiher. Einen Reiher? Ach, Unsinn. Thale heuerte mich an, dass ich inkognito zu dem Fest komme. Ihr habt es vermasselt. Bitte keine Szene. Mit diesem Ring kommt ihr ins Haus der Nacht. Zum halben Preis. Sehr, sehr nett. Oh, sehr gut. Oh, sehr gut. Genau das wollte ich doch.
So, und jetzt können wir auch weiter mit den Leuten reden. Graf de Wet. Der wird wahrscheinlich nicht viel mehr mit uns reden, als er will. Hey, Arschloch. Komm her. Geht mir aus den Augen, Missgeburt. Bald fick ich dich. Hexer, ihr dürft euch nähern. De Wet holt mir etwas Wein. Von dem Pagen am Ende des Flurs. Euer Hoheit. Jetzt können wir ungestört reden. Erzählt mir etwas über die Hexer. Und bitte versteckt euch nicht hinter eurem Kodex. Was wollt ihr wissen, Herrin? Was haltet ihr von Politik? Für mich ist Politik wie das Beisammensein mit einem Liebhaber. Findet ihr nicht auch? Was? Habt ihr euch je an... Der Vergleich beeindruckt mich. Habt ihr euch je an den schönen Künsten versucht, Euer Hoheit? Ich bin gezwungen, alles mögliche Zeug zu studieren, aber Bücher langweilen mich und Dichtung meistens auch. Genau. Bücher sind etwas für Langweiler. Vergesst es. Zurück zu unseren herumwatschelnden Liebhabern. Wisst ihr, Hexer, Politik ist einem Stelldichein nicht unähnlich. Es beginnt mit dem Vorspiel, scheuen Blicken, Gesprächen. Seht die Hexe dabei Leuwarden. Jetzt schaut euch unseren edlen Erkin und die Höflinge an. Der Tanz wird kühner, fummeln und so weiter. Dann überkommt einen das Verlangen, sich stürmisch zu vereinigen, wie Tiere. Hm? Zuletzt bleibt nur eine zur Gewohnheit gewordene Kopulation, bar jeder Leidenschaft. Velerat und De Wet zum Beispiel. Verzeiht, Euer Hoheit. Frosch im Hals. Wir sind beide erwachsen, Geralt. Wir wissen um das Verlangen der Männer. Ihr könntet recht haben, Eure Hoheit. Macht. Sex. Beides läuft auf dasselbe hinaus. Andere aufs Kreuz zu legen. Darf ich eine Frage stellen? Fahrt fort. Welche Meinung hat der König dazu? Ich meine natürlich zur Politik. Eine langweilige Frage. Ich habe Hunger und hier gibt es keinerlei ansprechende Speisen. Ich kann Kaviar und Rebhuhnzunge nicht mehr sehen. Was begehre ich am meisten? Ich hab's. Wenn ihr mir bringt, was ich am meisten begehre, beantworte ich eure Frage, wie langweilig sie auch sei. Ich werde bald zurück sein, Eure Hoheit. Und das alles sturztrunken. Geil. Ich höre zu. Wisst ihr, was die Prinzessin gern isst? Bringt mir was Stärkeres zu trinken, dann reden wir. Wird gemacht. Boah. Mein Halt. Immer mit der Ruhe, Stadtvogt. Das Fest fängt doch erst an. Ich höre zu. Was Stärkeres? Haben wir denn was Stärkeres einstecken? Oh, viel besser. Die Prinzessin hatte eine schwere Kindheit. Von daher rührt ihre Vorliebe für blutiges, was? Rohes Fleisch. Wir versuchen, das herunterzuspielen, aber... Verstehe. Klingt nach einem Monster. Thaler ist wütend. Seine Geheimagenten durchkämmen das ganze Reich, um ihr Leckerbissen zu beschaffen. Danke. Ich hörte, dass die Preise anziehen sollen. Die reden immer mit Thaler. Ach, da ist er ja. Das ist ganz schön schwierig, so besoffen die Leute zu finden. Geralt. Wisst ihr, was das Leibgericht der Prinzessin ist? Genau so einen Scheiß müssen wir wissen. Als Geheimagenten. Schattenfiguren. Na klar. Wie heißt das Gericht? Thaler macht nichts umsonst. Bringt mir von nebenan den Brief aus dem Kästchen mit dem temerischen Wappen. Seid diskret. Aber... Dann verrate ich euch Adas Leibgericht. Ach, Junge. Wartet, an dieser Stelle speichern wir erstmal ab. Denn ich bin mir nicht wirklich... Wartet, Quatsch, so leeres Fach. Speichern wir ab, nämlich... Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht direkt wieder rausgeschmissen werden.
Essen ist sicher ganz schnell weg. Was macht ihr hier? Ich habe das Klo gesucht. In der Kiste? Punkt für euch. In Wahrheit hoffte ich auf ein ganz edles Tröpfchen. Der Wein schmeckt tatsächlich verwässert. Ich habe diesen Schnaps gefunden. Wollt ihr kosten? Nur zu gern. Geralt ist der Beste. Geralt ist einfach so geil. Was ist? Was für eine dumme Idee. Oh Gott, geil. Komm, legen wir den weg und nimm dafür Tussauro mit. Geil. Was steht denn auf der Notiz? Geheimnisvolle Notiz. Die Form wurde gemäß der Richtlinien erstellt. Der Handwerker ist bereits informiert. Sorgt dafür, dass alle an den Spuren verschwinden. Niemand soll beweisen können, dass wir für die Fälschung verantwortlich sind oder eine Verbindung zwischen mir und eurem Vorgesetzten findet. Ihr werdet was... Ihr wisst, was mit dem Rest zu tun ist. PS, kümmert euch um den Hexer. Tale? Schön zu wissen, also irgendwas, also irgendjemand will uns tot sehen. Fand ich gerade cool, dass wir mit dem anderen gesoffen haben, so. Ich hoffte auf ein ganz edles Tröpfchen und dann blub, 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 alles weg. Also ich muss schon sagen, Geralt macht seine Sache echt gut, also richtig gut. Nicht so ein bisschen gut, sondern brutal gut. Und dieser Ritter ist auch geil, dass wir, dass er uns den Siegelring gegeben hat, wir damit in das Haus der Nacht reinkommen können. Also günstiger als sonst. Ich meine, wir sind ja nicht die reichsten Menschen. Wobei ich jetzt echt kurz davor bin, erstmal alle Goldringe und so zu verkaufen. Weil damit können wir, glaube ich, schon richtig Geld machen. Also ein bisschen Geld. Geh doch mal weg. Lauf mir doch nicht im Weg rum. Spasti. Wie ist es gelaufen? Allglatt. Hier ist der Brief. Ihr wärt ein guter Agent. Ich übertreibe. Eine Ziege wäre genauso gut. Redet endlich. Was ist Adas Lieblingsgericht? Katoblepas. Was? Vor einiger Zeit kam ein Irrer, der Ähnlichkeit mit euch hatte, nach Visima und sagte, nichts käme wohl zubereitetem Katoblepas-Fleisch gleich. Ihr macht Witze. Überhaupt nicht. Seither jagen meine Männer heimlich Katoblepas. Auf dem Markt kostet es mehr als eine gute Hure. Wie wird das Fleisch zubereitet? Das ist Sache des Stadtvogts. Ich schmuggle das Katoblepas hinein, aber ich weiß nicht, wie man es zubereitet. Wahrscheinlich mit dem Stadtvogt reden. Oh, viel besser. Die Prinzessin hatte eine Verstehe. Thaler ist wütend. Danke. Das hatten wir doch gerade schon. Oh, Thaler. Danke. Okay, gut, dann müssen wir mit Triss erstmal reden. Triss, Baby, komm her, Süße. Ich sehe dich doppelt. Geralt? Das ist wichtig, Triss. Was ist wichtig? Ada weiß etwas. Ich glaube, ich kann sie zum Reden bringen. Wirklich? Diese verwöhnte kleine Füchsin. Sie will Katoblepas. Am liebsten blutig. Macht ihr Witze? Nein, Triss. Würdet ihr etwas für mich herbeizaubern? Bitte. Es ist sehr ungehörig, auf Festen zu zaubern. Ich sorge für Ablenkung. Das mache ich besser allein. Katoblepas-Tata, blutig. Für die Prinzessin. Danke, Triss. Wisst ihr, dass ich auch Orgasmen herbeizaubern kann? Da sind mir die traditionellen Methoden lieber. Ich komme zu euch, wenn ich mit Ada gesprochen habe. Absolut geil. Ich kann auch Orgasmen herbeizaubern. Bam, bam. Ich mag den Humor von Witcher echt. Habt ihr etwas Leckeres für mich? Tartar vom Katoblepas. Roh.
mit einer Prise Pfeffer und einem ungekochten Eidotter. Ihr wisst, wie man eine Frau erfreut. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen, Eure Hoheit. Ich gewähre euch eine Privataudienz. Kommt in 5 Minuten in meinen Alkoven. Wir machen Politik. Und Politik hat große Ähnlichkeit mit einem Stelldichein. Also Alkoven ist wahrscheinlich das rechts, oder? Diese verdammten Elfen. Oh, wartet mal, wenn sie da jetzt rechts reingeht, dann heißt es ja, dass sie etwas mit dem Hexer-Dingsbums zu tun hatte. Was ihm vermutlich sogar gefällt. Diese Bitch! Da steht PS, kümmert euch um den Hexer, das heißt irgendwas... Irgendwas gefällt ihr ganz und gar nicht. Endlich. Also dann Politik. Aber leise. Man soll uns nicht hören. Eure Hoheit versprach mir eine Antwort. Worauf wartet ihr? Zieht euch aus. Euer Hoheit. Ich werde zu gegebener Zeit antworten. Doch jetzt muss ich wissen, ob die Legenden über euer Schwert übertrieben sind. Wie ihr befehlt. Das will ich wohl meinen. Man sieht ja echt mehr als sonst. Jetzt weiß ich, warum man mehr sieht als sonst. Sie hat also immer noch einen Fluch. Jedenfalls hat unser Medaillon vibriert. Die Frage ist... Geralt, ich habe mit Declan gesprochen. Upsi. Und? Ihr solltet miteinander reden. Wieso sollte ich ihm meine kostbare Zeit opfern? Er wird euch ein Angebot machen. Ihr solltet es annehmen. Seid ihr sicher, ihr benutzt mich nicht als eines eurer Werkzeuge? Nur im Bett, Hexer. Nur im Bett. Was ist das Geschenk Laras? Das ist eine lange und komplizierte Geschichte, aber ich werde mich kurz fassen. Das hören wir uns noch an. Lara Doran Ebshiadal war keine normale Elfin. Eher so etwas wie eine genetische Bombe. Sie sollte sich mit einem anderen genetisch veränderten Individuum vereinigen und ein noch außergewöhnlicheres Kind zur Welt bringen. Dazu kam es jedoch nie. Lara verliebte sich in Krenegan von Loth, einen Magier, einen Menschen. Die Wege von Laras und Krenegans Kindern, den Kindern des älteren Blutes, ließen sich nicht so leicht verfolgen. So kam es, dass die Zauberer, die den ganzen Plan ausgeheckt hatten, die Kontrolle über ihr wertvolles Gen verloren. Findet ihr dieses Fest auch so langweilig? Schwebt euch etwas Interessanteres vor? Zu Hause, Geralt. Zu Hause. Okay. Ja, man muss echt sagen, das mit Laras Geschenk klingt doch interessant. Das heißt also, es war sowas wie ein Mutanten-Elfen-ähnliches Ding.